Französisch könnte es werden. Wollte er dann aber nicht. Zu stark C4, Zentrum stark machen. Das ist klar. Ja, der will den unterminieren, wenn er den schlägt, ist der Bauer E4 nicht mehr gedeckt. Wenn er den im Läufer schlagt hat, das ist klar, also denke ich den Bauern. Okay. D4. Okay, weg mit dem Zentrum, okay. Aber kann jetzt, weil der Springer ist gefesselt. Also im drohten Einschlag auf G2, also muss ich den ja prinzipiell machen. So, den. Na gut, jetzt mache ich den erstmal Rochade und der Springer ist wieder frei und droht die Dame zu schlagen. Er ist vorgefesselt. Ja, wo man den schlagen muss, dass auch die Dame bewegen könnte. Ist die Frage, ne? Mein König ist immer noch in der Mitte, was auch nicht so schön ist. Gut, wenn ich Springer F6 mache, habe ich auch wieder einen Schach. Fessel. Dame steht natürlich auch schön im Weg. Dahin, okay. Ja, das ist natürlich überall Angriffe. Angriffe auf den Springer, auf C6. Angriff auf den Springer. Das ist kombinationsmäßig. Gut, wenn ich Läufer nach C6 spiele, kann er auch mit dem Springer. Den kann er nicht mit dem Springer. Dann kriege ich den Turm. Wenn ich Springer auf C6 zurückschlägt, schlägt Läufer A3 den Turm auf F8. Das geht auch nicht. Okay, jetzt wird die Dame frei. Jetzt kann ich den Springer zweimal angreifen auf C6 mit dem Läufer und den Springer. So, die Dame steht frei. Die Dame muss die Dame. G6 kann sie nicht. H6 könnte nach H6 gehen. Er hat immer geschlagen. Okay. Klar. Okay, die Springer. Er jetzt nicht schlagen. Ja. Dann kann ich natürlich schön den Angriff auf den Turm. Und ich habe Angriff auf den Turm und Angriff auf den Springer. Das ist. Was hätte er noch machen sollen? Da war schon etwas zu spät. Okay. Jetzt hat er schon aufgegeben. Ja, eine Figur habe ich mehr. Schwer aufgegeben. Ich hätte auch noch einen Fehler machen können. Ich finde auch nicht aufgegeben. Am besten immer bis zum Matt warten. Der andere kann auch noch Fehler machen. Immer ausspielen. Er hat es eigentlich so früh aufgegeben. Ja gut, es ist verloren. Eigentlich verloren. Aber jetzt den Läufer schlecht. Dann schlage ich den Turm. Das ist ganz klar. Springer auf E7, der schlechte Läufer auf B7, ich schlage den Springer auf E7 mit dem Turm, droht dann noch Matt, also muss er schlagen, und kriege ich den auch wieder, und schon habe ich einen Läufer mehr. Alles klar, Dankeschön.